Hey, there he is. New kid. Oh, my New God. Kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Ich meine, sich an diesem Punkt im Spiel zu kämpfen, ist totale Zeitverschwendung. Also kannst du es gleich lassen und einfach mitkommen. Nö. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Okay, let's get this over with. Ach, verdammt. Ja, hallo. Wir sind Sir Saftsack. Genau, Kenny. Und als Sir Saftsack können wir uns natürlich nicht einfach hier so, ne? Geht nicht. Außerdem haben wir ein neues Outfit. Ich werde mich auf jeden Fall auch wieder umziehen dann, aber erstmal müssen wir halt mit diesem Outfit kämpfen. So, pelzige Freunde, das macht ja immer ordentlichen Schaden. Ich hoffe, dass... Oh, es hat funktioniert. Dabei habe ich es ganz gechillt gemacht. Läuft. Dann sind nämlich die... Ach, guck mal, zwei automatisch direkt down. Von wegen... Deine Mutti. Deine Mutti, mein Freund. Deine Mutti. Oh no. So, der ist nämlich auch down. Jetzt bist noch du, mein Freund. Bam. Bam. So. Oh, das war jetzt nicht cool. Das war eher so ein bisschen komisch. So, ich würde mal behaupten, ich nehme noch mal einen kleinen Red Balls. Hurry up. Und Kenny wird nochmal... Ich mach das mit den Ratten, ey. Das mit dem Einhorn ist mir viel zu strange. Das ist viel zu komisch. So. Alter, das hat richtig gut Damage gebracht. Nein, ich hab zu früh gedrückt. Das ist ärgerlich. Komm, wir nutzen mal die Flasche. Cause we are a goth. Lol. Okay, er kann reflektieren. Das ist nicht cool. Ich blute gerade, das ist auch nicht so cool. Scheiße, der kann ja reflektieren, der Arschkeks. No! Jetzt muss ich hier... Oh, fuck. Aber wobei... Nein, oh, damn, ich kann nichts essen. Okay, jetzt muss ich ja nochmal hier eine rausknallen, weil sonst habe ich verloren, ne? Und lieber er verliert als ich. Bitteschön. So. So viel dazu, mein Freund. So viel dazu. Muss ich jetzt eigentlich trotzdem mitgehen? We tried to warn you, it was useless, but you just had to go and try and fight. Voll ist doch scheißegal, aber Thomas, du kriegst eh auf die Fresse. Okay, dann gehen wir jetzt zum Elfenkönig. Macht der auch nichts. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Okay, okay, okay. I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Oh, geil. Das ist irgendwo cool jetzt. Okay, Kyle und Stan sind halt die Gegner. Okay, das sind die Elfen. Ich habe mich nämlich eh schon gefragt, wo die sind. Jetzt weiß ich's. Okay, wer bist du? The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So sayeth the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Wow. Hundekacke sagt sowas. Neue Quest, Wiederherstellung des Gleichgewichts. Was soll ich denn? Was? Okay. Die Gottes, wenn sich die erst anschließen, begibt sich zur Schule und springt. Okay, bla 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 bla. Zerstöre den Menschenbanner, das in Mr. Sklaves Viertel aufgestellt wurde. Zerstöre das Menschenbanner, das bei Kevin Stowleys Viertel. Spielpark, zerstöre Menschenbanner, das vor der Kirche, okay. Okay.
Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Okay. Also sollen wir jetzt, können wir uns das aussuchen oder ist das halt so ein Twist im Spiel? Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Ah, cool. Ah, nice. Das können wir auch mal endlich verkaufen, ey. Das jetzt nicht unbedingt, aber hier können wir Elfenklinge. Oh, wobei, die macht, aber die hat keine... Die Räuberklinge ist gut. Wir sind ja auch Level 8. Ich glaube, die nehme ich auch. Wobei wir als Zauberer natürlich... Achso, nee, das ist kaufen. Ich möchte ja verkaufen. Ich wollte schon gerade sagen, Junge. So, das kann weg. 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 Das und das. Das auch. Das kann alles... Nein! Oh, jetzt muss ich mir aber die Waffe, die will ich haben. Die will ich verkaufen, die behalte ich einfach. Hallo? Voll die Alien-Waffe und so. Verkauft man doch nicht. So, hier, Waldelfenrüstung kann weg. Ich glaube, der Rotz kann eigentlich auch weg, oder? Gut, eigentlich ist das total Blödsinn. Ich brauche gar nichts verkaufen. Ich habe so viel Kohle. Ohne Spaß. Das Einzige, was ich jetzt verkaufe, verkaufe auch noch. Ist das hier. Alles, was hier drin ist, alles weg. Das ist ein bisschen wenig, deswegen das dauert auch fast gar nicht lange. Das geht ruckizucki hier. So, fertig. Alter, $342, ey. Wir sind ja rich bitch. Aber richtig. Gut, ich denke mal, das sollte mir reichen. Jason ist unser Freund. Ich bin begeistert. Der Bade, gegen den hatten wir schon das Vergnügen. Wir gehen mal kurz hier hoch. Oh, ey, Al Gore geht mir auf den Piss. Moment, hier unten ist was. Meins. So. No tricks, human. Ja, ja. Cool. Also wenn wir uns das aussuchen können, würde ich das eventuell sogar machen. Ich schmeiße eine riesige SBM-Themenparty. So viele tolle Leute hier. Die Schwimmerangriffe haben sich in den letzten 6 Monaten verdoppelt. Du musst mir helfen, das allen zu erzählen. Von Null auf Doppel-Null. Oder wie? Machst du gerade irgendwas? Wurden? Nein, wurde ich nicht. Ich hab das doch schon mal gesagt. Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich aber dann auch wieder eine Sache. Das macht es ja doch nochmal interessant, das Spiel nochmal zu spielen. Timmy! Jawohl! Ha! Ich habe alles gefunden. Cool, das ist Timmy, unser Freund. Finde ich gut. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranger is? I'd love to see if I could buy that flute. Okay, neue Quest. Magische Musik. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Okay. Von ihm kriegen wir jetzt auch eine neue Quest. Die Ogerin. Don't let Cartman use you. Okay. Das ist jetzt natürlich eine interessante Geschichte, muss ich doch ehrlich sagen. Sprich mit Farmer Bill. Ach Moment, hier sind wir ja ganz neu. Hier waren wir noch gar nicht drin. Das heißt, hier können wir ein bisschen plündern. Hihi. So, da läuft Fernsehen. Natürlich läuft Terrence and Philip. Go Cows. Ach, guck mal, das ist die Gitarre. Die habe ich vor kurzem erst gesehen, die Folge mit der Gitarre. Lalalala. Jetzt, ich sollte vielleicht auch... Yeah. Oh cool, 5 von 5 Unterhosen. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen kann, aber ich hab's. Nice. Oh. Ah. Oh. Mein Zauberstab, der ist manchmal nicht zu kontrollieren. Ach, guck mal, ist ja süß sein. Irgendwie stehen die Uhren alle auf 12, kann das sein? Broflovskis Garagenschlüssel. Oh yeah. Von draußen war hier aber irgendwie ein Telefon zu sehen. Natürlich finden wir hier eine rothaarige Perücke, schon klar.
So, hier ist aber schon Ikes Zimmer, oder? Nee, ach, hier ist auch das Bad warten. Der ist sein Zimmer. Der hat keins, er braucht keins. Nee, diesmal hier gehen wir nicht kacken, aber wir machen natürlich das Wasser an und gehen wieder weg. Hahaha. Nee, verdammt, die Tür ist immer hier. Ich vergesse das immer. Dann können wir nämlich mal bei den schnell gucken. In der Garage. Ach, guck mal hier. You ever wonder what it'd be like to be a dolphin? Just doing flips, eating fish, not a care in the world. Ich weiß, du warst schon ein Delfin. Das ist auch total awesome gewesen. Hast du dich schon gefreut? So, wir können erstmal hier reingehen. Nein. Ist hier noch irgendwas? Stan, du störst gerade ein bisschen. Bist du überhaupt Stan? Ja. Yeeha! Geil. Kyle's Koteletten, du. Leck mich am Arsch. Ich bin begeistert. Okay, Moment, jetzt. Ich weiß, Timmy ist mein new friend. Ich möchte da auch. Oh, guck mal, was wir noch bekommen hier. Frosttrichter und so ein Scheiß, Junge. Oh, wir können auch neue Aufwertungen vergeben. Zack und zack, würde ich mal behaupten. So. Quests. Ich muss jetzt. Boah, jetzt haben wir mal hier Quests ohne Ende. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Begib zum Haus der Mars und mach dich bereit, mit Stan gegen die böse Ogerin zu kämpfen. Oh yeah. Okay, das werden wir alles tun. Das ist kein Problem. Ich muss nur ganz kurz mal gucken. Ich bin hier. Warum? Ja, jetzt kann ich ja wieder zurück. Okay, warte mal. Wir gehen nochmal zurück. Das Haus der Mars. Das ist mehr so in die Richtung, ne? Ist das hier? Muss schon mal kurz auf die Karte gucken. Ne. Noch bei weitem nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen weiterlaufen. Hier ist. Nee, hier ist das von ihm. Das Butters Haus. Das ist aber auch nicht. Aber Moment, jetzt muss ich doch mal hier auf die Karte gucken. Wo bin ich denn? Lol. Ach lol, ey. Das war doch Kyles Haus. Stancer, Kyle, hau. Jetzt ist aber vorbei. Jetzt bin ich total außer Rand und Band, ja. Das ist natürlich Stans Haus. So, hier. Zack. Na dann, Ogerin. Ich kann mir schon vorstellen, wer die Ogerin ist. Wahrscheinlich seine liebreizende Schwester. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Na dann, wollen wir mal. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Okay, also hier. Der She-Ogre. Nein, das war falsch. Was erzählst du mir für einen Scheiß, Junge? Hier. Give me back my iPhone, demon! You little kid! I've brought help! Let's see you try and take us both! Na dann. Your days are numbered, She-Ogre. Oh ja, da hast du allerdings recht. Oh cool, Frosttrichter. Komm, wir probieren das mal direkt aus. Halte A gedrückt, bis du die Kontrolle zu verlieren beginnst. Hello? Dann lass los. Oh, verdammt. What the fuck? Wie viel Leben hat die denn bitte? Was hast du drauf? Diskus der Macht. Stern wirbelt einen tödlichen Diskus und der hat Wirbelwindschlitzer. Wir machen erstmal den. Drehe den linken, dann drücke A, um zu werfen, wenn... Okay. Ja. Lol, hat die viel Leben, ey. Scheiß, die Wand dann. Alter, Junge. Okay, das bedeutet natürlich direkt, den hier benutzen. Damit man direkt zweimal angreifen kann. Okay. Okay. Drachenfeuer. Mal gucken, ob das was bringt gegen die Ogerin. Naja, nicht wirklich. Ja, wobei doch, ein bisschen schon, aber. Komm schon. Zack. 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 So. Ach so, stimmt. Ich wollte gerade sagen, warum brennt sie denn? Ich muss das jetzt machen, ey. Ich muss unbedingt Tempotrank. Mehrmals angreifen bei ihr, sonst wird das nichts. Was könnte ich probieren? Ich kann natürlich einen. Diskus der Macht könnte man nochmal probieren. Dafür brauche ich nämlich 10 MP oder ich nehme einfach Stans Schwert und hau drauf.
Wow, da kann einmal drauf und das ist ja awesome. Gut, wir dürfen nochmal angreifen. Das bedeutet, wir machen nochmal Diskus der Macht, weil ich denke mal, das macht... Zack. Na gut, so viel Schaden macht es auch nicht. Die hat einfach so viel Leben, die Alte. Das ist das Ding, ne? Und das nochmal so. Ganz ehrlich. Was soll ich da machen? Was soll ich da bitte machen, ne? So. Hier, bitteschön. Boah, die hat ja mies viel Leben, ey. Ich hätte aber auch nicht gedacht. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen können. Oh, hier, bitteschön. So, angewidert, Stan, du musst... Oh nein. Oh nein. Stan ist tot. Also, wie die einfach drauf haut. Boah, wie oft die angreift, ey. Das ist ja unglaublich. Aber wir haben schon die halbe Leben. What? Warum darf die nochmal angreifen, die alte Schabracke? Ja, geh dich mal kotzen. Okay, ich muss Stan wiederbeleben. Denn ohne Stan haben wir keine Chance. Okay. Na gut. Wir müssen einfach den Kampf der Kämpfe. Todesmarkierung. Oh, was kann... Was macht die denn? Ich darf es nicht wissen anscheinend. Ach, cool. Schön. Den kann ich denn jetzt holen? Ach, lol, die darf ich auch holen. Okay. Ah, cool. Jimmy ist der mächtige Bade, der seinen Verbündeten Macht bringt und seine Feinde verzaubert. Seine Armbrust kann einen Distanz-Machtangriff ausführen. Ich bin begeistert. Aber nö, wir kämpfen natürlich hier gegen Stans Schwester. Dann bleibt Stan natürlich an unserer Seite. Der haut guten Damage raus. Alter. Okay, 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 okay. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal das machen. Tempotrank reinknallen. Und jetzt geht's los. Zunächst kommt natürlich der Power-Angriff. Wir kriegen die auf jeden Fall klein. Sieht sehr gut aus. Zack, zack, zack und zack. Die Master Combo. Jetzt können wir den machen, dann ist sie nämlich wieder ein bisschen Abwehr verringert. Das heißt, wir machen mehr Schaden beim Angriff. Und BAM! Ja, wir kriegen die down. Verdammt! Nein! Oh, scheiße! Aber egal eigentlich, oder? Ja, weil Stan ist ja noch da. Wie viel Leben hat die gerade? Das müsste eigentlich reichen, ein Angriff. Jawohl. Jawohl. Take mein iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! So. Die Ogerin wurde besiegt. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Oger Schlechter, ey. So, was ist mit dir jetzt hier? Ja, Pech gehabt. Okay. Stan ist auch mein Freund. Die Ogerin ist erledigt. Jetzt können sich alle Elfen wieder gefahrlos im Lande Larnion wahrscheinlich bewegen. Jetzt muss ich natürlich mit den Ekelklammern... Ich will mit denen gar nicht rumlaufen, ehrlich gesagt. Nö, eigentlich nicht. Gut, wir sollen ja sowieso ein bisschen... wir sollen ja eh zu dem Farmer gehen. Das können wir auch machen, das ist gar kein Thema. Ich glaube aber, ich werde trotzdem erstmal... Wobei, ich werde... Nein, Schweine. Keiner hat den Schweinebärmann gesehen. Keiner möchte ihn sehen. Lass uns in Ruhe, bitte. So. Du hast Individualität durch... Wow. Ich glaube, ich werde erstmal wieder das... Wir können ja eigentlich... Die Haare können wir behalten, kein Thema. Wobei die natürlich schon... Wow, ich wollte... Nee, das möchte ich aber auch nicht, ne? Ich finde schon das Outfit cool, aber dann müssen wir natürlich, das passt so natürlich gar nicht. Ich meine, wir müssen dann wieder unsere fesche Magierbrille aufsetzen und unseren geilen, natürlich, Zaubererbart. Zudem, klar, hier, ne? Ich meine, hallo.